Von Schnee ist noch nichts zu sehen, aber erste Fröste haben den nahenden Winter schon angekündigt. In den Nächten ist es schon eisig kalt. Die drei Straßenmeistereien in Hermsdorf, Werdau und Zwickau im Landkreis haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die Frostsaison vorbereitet. Eins ist auch in diesem Jahr absolut sicher. Der Winter kommt gewiss, nur der Zeitpunkt ist offen. Daniel Gnädig und seine Mannschaft können lachen. Sie sind bestens gerüstet. Das bestätigt auch Beigeordneter Carsten Michaelis. Der Winterdienst gehört zu seinem Geschäftsbereich. Also wir sind gut aufgestellt. Die Salzlager, wie wir im Hintergrund sehen, sind gefüllt. Die Fahrzeuge sind vorbereitet, die sind in Schuss. Mit ungefähr 67 Mitarbeitern stehen wir auch bereit, um notfalls rund um die Uhr in Einsatz zu treten. Der Tag heute hat es ja gezeigt, in den Morgenstunden an einigen Stellen auch um die 0 Grad bzw. Minusgrade hier waren. Also einige Fahrzeuge hier vom Straßenmeister in Zwickau unterwegs, um eben Streusalz aufzubringen. Insgesamt, wie gesagt, gut aufgestellt und wir haben die Möglichkeit, für diese Winterdienstsaison bis zu 9000 Tonnen Streusalz auch dann nachzubefüllen, weil die Lagerkapazitäten ungefähr ausreichen für 3500 Tonnen. Der Stauraum wird gebraucht, denn das Operationsgebiet ist groß. Also wir sind im Landkreis Zwickau für ca. 800 Kilometer Bundesstaats- und Kreisstraßen verantwortlich, außer die Stadt Zwickau, das macht der Bauhof der Stadt Zwickau selbst. Wir haben insgesamt 31 Winterdienstfahrzeuge zur Verfügung, davon sind 15 Fahrzeuge aus eigenem Bestand und 16 Fahrzeuge von Winterdienstvertragspartnern und bewältigen wir mit landkreiseigenen Mitarbeitern, dies mit 67 Mitarbeitern, die neben den eigentlichen Fahrern auch die Schichtleitung übernehmen bzw. die ganze Abrechnung handeln und ja, dementsprechend in der Winterdienstdurchführung mit dabei sind. Sind die Vorbereitungen jedes Jahr die gleichen oder versucht man die kommende Großwetterlage selbst einzuschätzen? Also einen Wetterfrosch haben wir jetzt nicht im Büro stehen, aber die Winterdienstvorbereitung läuft jedes Jahr ähnlich, weil man ja auch schon lange genug im Geschäft ist. Und es ist so, dass man sagen kann, nach dem Winterdienst ist vor dem Winterdienst, dann analysiert man, guckt sich die Vorjahre an und so geht man in die Winterdienstvorbereitung für das kommende Jahr bzw. für die kommende Winterdienstsaison. Das klingt fast schon nach Routine. Kann die Straßenmeistereien eigentlich noch etwas überraschen oder gar aus der Bahn werfen? Was uns aus der Bahn werfen könnte, ist zum Beispiel ein größerer Technikausfall über mehrere Fahrzeuge, aber natürlich auch krankheitsbedingter Ausfall der Mitarbeiter. Das ist natürlich dann schwer zu kompensieren, weil wir haben zwar ausreichend Straßenwärter zur Verfügung, aber aufgrund der derzeitigen Lage ist es nicht auszuschließen, dass das natürlich zum Problem werden kann, was wir letztes Jahr sehr gut gemeistert haben. Und das ist fast schon ein Stichwort zum Thema Pandemie. Ja, selbst die Pandemie macht ja vor dem Straßenbetriebsdienst nicht Halt und auch nicht vom Winterdienst. Das heißt, unsere Mitarbeiter können da genauso betroffen sein und sind schon betroffen. Und deswegen versuchen wir sehr gut vorbereitet in die Winterdienstsaison zu gehen mit verschiedenen Maßnahmen, um ganz einfach die Winterdienstdurchführung zu gewährleisten. Anfang des Jahres hatten wir uns schon einmal von der Arbeit der Straßenmeisterei in Zwickau ein Bild gemacht. Auch Carsten Michaelis hatte das zeitgleich getan. Das war eine gute Gelegenheit. Es war Mitte Januar diesen Jahres, also in der letzten Winterdienstsaison, hatte ich die Möglichkeit, in der Nachmittagsschicht mit dem Fahrer hier in dem Unimog, den wir hier im Hintergrund sehen, mitzufahren. Das war die Tour durch das Gebiet ehemals Landkreis Zwickauer Land, Kirchberg ungefähr. Die Ecke. Und das war nochmal ein ganz schönes Schneeaufkommen Mitte Januar. Und da hat man mal gesehen, mit wie viel Konzentration und wie viel Engagement die Fahrer da unterwegs sein müssen, dass sie parkende Autos, Grundstückszäune und auch Bürger, die den Schnee dann natürlich auch von ihren Grundstücken dann wieder manchmal auf die Straße machen, dann im Prinzip nicht in Mitleidenschaft zieht, sondern dort auch schützt. Und natürlich kennen die Fahrer auch ihre prägnanten Punkte, wann dann gerade noch mal so, wenn dann die Nachmittagssonne verschwindet, hier noch mal kontrolliert werden müssen. Da sind natürlich auch viele Kontrollfahrten dabei, aber die sind ganz wichtig, dass es auch vorbeugend Straßenglätte entgegengewirkt wird, damit dann im Prinzip die Autofahrer und auch die Passanten, dass denen nicht zustößt und dass wir unserer Pflicht und die Bundesstraßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen hier im Landkreis schnee- und eisfrei halten.
Und zum Schluss noch einmal der Appell an die Autofahrer. Der Winterdienst kann salzen und streuen, wie er will. Mit Sommerreifen kommen sie nicht weit oder manchmal mitunter weiter, als sie mögen. Also, falls Sie die Reifen noch nicht gewechselt haben, tun Sie es, denn... Der Winter kommt gewiss, nur der Zeitpunkt ist offen.